Master? Ich war arbeiten. Zum letzten Mal übrigens. An der Kasse. So, fahre zur Position. Er hat eine Mission. Es gab Warnungen, aber in den ersten Jahren. Gerne, auf jeden Fall. Aber wir müssen ja erstmal unser Motorrad wieder reparieren. Und auftanken lassen. Laufen wir doch mal zum Mechaniker. Schönen guten Morgen. Kippe im Mund, Knarre in der Hand. So läuft das hier. Ich hoffe, du kaufst was. Ich schau mich nur um. So, einmal R für nachtanken. Okay, okay. Ich tank voll. Dankeschön. Dann F für reparieren. Ich pfleg mich mit dir um. Ja, dankeschön. Optik ist mir egal. Lackierung ist mir auch erstmal egal. Aber wir haben 380 und alles, was wir hier haben wollen, anderen Auspuff oder so, ist alles teurer. Ja. 1000. Boah. Das alles hernehmen. Ist denn irgendwas, was vielleicht günstiger ist? Ne, 800 und Stufe 2 erforderlich. Lachgas. Bereits unterstützt. Ja, sehr gut. Das brauchen wir auch, weil wir müssen ein bisschen schneller werden. Wir sind einfach zu langsam. Ja, ist alles Stufe 2 hier. Bereits ausgerüstet. Standardtank. Tank 1. Was ist? Ja, das reicht erstmal. Hi, grüß dich. Moin. Wir sehen uns. Auf jeden Fall. So, jetzt guck ich mal, ob er überhaupt vollgetankt hat. Das wäre ansonsten, ja. Würde sagen, das wäre ja Betrug am Käufer. Erstmal umfahren hier so ein bisschen. Jo. Mach das Tor auf. Dankeschön. Ja, sind an. Auf jeden Fall. Ich habe bis gestern, bis um nachts um 3 habe ich das gemacht. Also nur eingestellt. Last Lake am Deacon St. John. Hörst du mich? Ja, Ricky. Was ist? Iron Mike sagt, du wärst bereit, Besorgungen für das Camp zu machen. Aber nicht für Skizzle zu arbeiten. Ja, sowas in der Art. Tja, das kann ich verstehen. Okay, dann bist du also mein Mann. Also, komm zur Werkstatt. Wir haben einen Job für dich. Ja, okay. Wegen Ende. Ich bin mal einen kleinen Umweg gefahren hier. Oh! Danke für deinen Sub. Sie wahrscheinlich noch mal einen anderen Sound finden für. Stufe 1 Sub, das freut mich. Mein erster. Deacon, hörst du mich? Ja, Rick. Da ein Zombie, der da rumgelaufen ist. Ich wollte nur sagen, ich. Tut mir leid, was mit Kusa geschehen ist. Auf jeden Fall. Du selbst wirst wahrscheinlich am meisten leid. Eddie wollte, dass du ein Sound bist. Lässt sie das Essen besser nicht mehr. Oh, endlich mal eine kleine Schneelandschaft hier. Cool. Oh, ich liebe ja Schneelandschaft in Computerspielen. O'Brien, ich bin bei einer deiner Barken. Bei welcher? Was soll das heißen, bei welcher? Dieses Nero-Funkgerät hat doch GPS, hä? Ja, klar, dass das... okay, no. Du bist bei den O'Lally Falls. Okay, gut, halt die Augen auf. Ein Mitarbeiter wird jeden Moment da sein. O'Brien, Ende. O'Brien? Oh, verdammt. O'Brien lässt uns immer im Stich, das gibt's ja nicht. Aber ist cool, dass das funktioniert mit dem Sub. Willkommen, deine Freunde sind hier. O'Brien... Müsste nur mal gucken, ob wir irgendwann noch mal andere Emotes nehmen oder so. Okay, geh zu Fuß weiter. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Muss doch mal gucken, ob das nachher als Einnahme verbucht wird. Okay, nein, diesmal
nicht. Ich verfolge ihn bereits. Folge der Forscherin. Sie soll ein infiziertes Subjekt untersuchen. Ein Freak, der in einer Höhle markiert wurde. In einer Höhle? Du willst, dass ich bewaffneten Nero-Typen in eine Höhle folge? Bleib einfach an ihr dran. Bist du in ihrer Nähe, kann ich ihre Daten abgreifen. Und Oh, Scheiße. Verdammt, was mache ich hier draußen? Das frage ich mich auch gerade, weil diese Nero-Typen uns ja immer wieder packen. Ich verschwende hier echt meine Zeit. O'Brien, Ende. Team, bitte melden. Alles sauber. Alles gut hier. Sieht doch gut aus. Scheiße, was war das? Das war gar nichts, ihr habt nichts gesehen. Stopp, oder wir schießen! Immer wieder dasselbe. Freunde sein, oder? Diese Schleicherei, die liegt mir irgendwie nicht. Das war schon bei A Plague Tale, war das schon eine Katastrophe, aber da ging das ja noch einigermaßen besser. So, die gehen da hinten runter. Ich habe auch keine Lust, denen immer irgendwelche Steine am Kopf zu werfen. So, runter da. So, warte mal, wir machen das mal so, wir markieren den mal. Ja, jetzt hat er ein Quadrat auf dem Kopf. So mies, dass sie die jetzt sogar durch die Büsche laufen lassen. Ich stand noch nicht mal im Dienstplan. Du hast immer meine Männer werden sofort schießen. Kein Ärger. Alter, das gibt es doch nicht. Was ist denn da los? Ey. Soll ich mir irgendwie einen Schneeanzug anmalen oder soll ich mich als Schneemann tarnen? Durch Corona ist echt nicht viel los. Da kann man nur zocken, ja. Absolut. Das stimmt allerdings. Ich hoffe aber, dass bald alles wieder auf ist. Naja, ob der zweite Teil von Days Gone noch erscheint, weiß ich gar nicht. So wie ich das gehört habe, scheint er wohl nicht zu erscheinen. Also deswegen gab es erstmal die Umsetzung für den PC. Warten wir mal ab. Hoffen wir mal. Sagst du auf dem PC oder auf der Konsole? Auf dem PC. Das merkt man halt auch, dass ich hier mit der Tastatur, mit dem Motorrad die Steuerung nicht so ganz hinbekomme. Aber das Aiming ist auf jeden Fall viel besser als mit Joypad. Ich würde sagen, wir werfen jetzt erstmal einen Stein, oder? Stein wäre eine coole Aktion. So, hinten, da kann er da hinlaufen. Was? Ja. Bester Mann. Oh. Und, Hunger? Ja, ich verhungere. Alter, wie soll ich an dem vorbeikommen? Den könnte ich ja theoretisch nur einer am Kopf werfen. Mal. Wir markieren den auch nochmal. Mag das ja, wenn die ein Quadrat im Kopf haben. Ja, 14 Uhr ist, klingt gut. Auf jeden Fall. Lauf da auch hin. Ja.
sag Bescheid, wenn du was brauchst. Scheiße, keine Ahnung. Ist das kalt? Wird dein Anzug gewärmt? Shit, ey. Ich hoffe, der dreht sich jetzt nicht um. Ja, an mir dranbleiben. Richtig, O'Brien. Ich verstehe es nicht. Leichter gesagt als getan. Das mit Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Was meinst du? Ich meine, der Virus ist, was er ist, oder? Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 hört sich an, als wenn die gerade über Subs auf Twitch sprechen. Ja, ich bin Soldat. Vor der Freakshow. Hi, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut, danke. Also erklären Sie es. Wie es einem so geht am Sonntagmorgen. Einfach müde noch. Aber so morgens streamen hat ja auch was. Bleib an mir dran. Was zur Hölle macht die da? So, das Zuhören oben dauert zwar ein bisschen länger, aber dafür sind wir hier sicher. Wo kommst du her? Aus Niedersachsen. Genauer sage ich es nicht. Sagen Sie, das war Absicht. Reicht dir auch, ne? War es das schon? Ist sie fertig? Okay, ich mache lieber einen Abflug. Warte mal, hier können wir auch noch was untersuchen. Ich habe immer Angst, dass die hier nochmal auftauchen. Ah, scheiße. Das ist auch ein Forscher, ne? Ohohoho. Ich mich ja beinahe selber verraten. So, jetzt müssen wir uns aber nochmal verstecken. Ich weiß nämlich nicht, ob hier noch irgendwer hier am Rumlaufen ist. Oh. Zocken macht uns froh. Ah, da können wir uns durch so eine Spalte quetschen, ja? Das macht's aber nicht besser, wenn da hinter einer steht. Ich traue den Freaks hier nicht. Die sind einfach zu gut ausgebildet, diese Neon-Leute. Kann aber sein, dass hier auch keiner mehr ist. Ach doch, warte mal. Ach, hier geht's ja auch zum Motorrad. Er sieht mich wahrscheinlich gar nicht, wenn ich hier runterfalle. Ja, hier ist unser Bike. Ui, wir haben es geschafft. Prozent, du musst bald tanken, ja. Am liebsten, das ist so wie beim Handyladen, da würde ich am liebsten auch mal 100% haben. Ich empfange Sie gerade. Danke, Drifter. Wovon zum Teufel redet da O'Brien? Von diesem Virus oder was auch immer das ist und was er anrichten kann. Verdammt, ich will wissen, was da los ist, O'Brien. Was machen die hier? Was zur Hölle macht ihr da? O'Brien? Okay, ich melde mich. O'Brien, Ende. Muss mal unten gucken. Was ist denn X? Deacon, achso, okay. Ja, Ricky. X ist ja heilen, ja. Ich wollte nur sagen, ich. Jetzt haben wir die Ausfahrt verpasst. Was mit Musa geschehen ist. Ja, ihm selbst tut's wahrscheinlich am meisten leid. Eddie wollte, dass du eins weißt. Hätte sie das Listenmesser nicht gehabt, würde es Musa jetzt bei weitem schlechter gehen. Ja, das hat's wohl einfacher gemacht, den Arm abzuschneiden. Jedenfalls, wir hoffen, aber für Busa hat das überlebt, ey. Er ist auch mein Freund. Okay. Naja, warten wir mal. Hey, hör zu. Danke für deine Hilfe, Ricky. Ich muss los, Deacon Ende.
Achso, ich soll ja mit dir sprechen. Hey Ricky, du hast einen Job für mich? Hey Deek, ja. Kennst du Shane Riley? Alle nannten ihn Red. Red Riley. Nie von ihm gehört. Lass mich raten. Rote Haare? Was? Rote Haare? Nein, es waren die Stiefel. Er trägt Schlangenlederstiefel in einem furchtbaren Rot. Ein ziemlicher Hingucker. Ja, klingt so. Wie auch immer, er hat Besorgungen für uns gemacht, bis ihm eines Tages unsere Camp-Punkte nicht mehr gereicht haben und er einfach Lindsay Fuller erschoss. Wen? Lindsay war vor Blair für die Vorräte zuständig. Sekunde mal, er hat eine unbewaffnete Frau getötet? Oh, sie war bewaffnet. Sie hat noch nicht erwartet, dass er sie abknallt. Hörst du jetzt zu? Also, Red bringt sie um. Hörst du jetzt zu? Vorräte und ist Nein. weg, bevor jemand mitkriegt, was passiert ist. War nicht zu finden. Ach, so ein Bastard. Bis jetzt. Er und seine Männer wurden bei Camp Pioneer gesichtet. Du musst nicht fragen, ich kann's nicht abwehren. Wenn jemand wehrlose Frauen tötet, ich weiß. Und ich wusste, du willst den Job. Ja, wie gesagt, ich erledige das. Was kannst du mir noch ich über ihn sagen? Ich zocke am PC. Nicht viel. Warte, er kaut Tabak. Er soll so abhängig sein, dass er Zigarettenstummel sammelt, den Tabak rauspult und ihn dann kaut. Ach, das ist ekelhaft. Jetzt habe ich zwei Gründe, ihn zu töten. Ja, aber sei vorsichtig, Deek. So, hier ist der Krieg ausgebrochen. Hey Mann. Ich schaue mich nur um. Und auch wieder? Volltanken. Das ist auch mal teuer, ne? Eigentlich sollte ich das gar nicht machen, weil... Ich mach das schon. Aber wir machen es trotzdem. Ich bin hier, wenn was ist. Wir sehen uns. So, dann gucke ich mal, dass wir hier auch wieder rauskommen. Ja, sieht gut aus. Ich habe beim Tierschutz gearbeitet. Ja, da hört man mal so nebenbei, während man rausfährt. Ich habe beim Tierschutz gearbeitet. Ja, nice Information. Er steht natürlich mitten, anstatt mal zur Seite zu gehen. Steht er da so rum? Wir haben Gott sei Dank lange keinen Scharfschützen mehr gesehen. Ehrlich, hörst du mich? St. John an Lost Lake Krankenstation. Zocken ist wie Eis, das geht immer, ja, auf jeden Fall. Ich bin etwas das Eis geht auch im Winter, ne? Alles klar. Was gibt's denn? Luse. Hey, nichts. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Radio Free Oregon, diesen. Luther, Scheiß hält man ja nicht aus. Dicker, Annie meinte, du hättest mir das Leben gerettet. Das Anti, sonst was besorgt. Weißt du? Aber wir sind schon sehr viel unterwegs mit dem Motorrad. Mann, Mann, Mann. War bestimmt lustig, mich festzuhalten, während sie an mir rumsägt. Weißt du noch damals, als Jack eine Truthahn zerlegt hat bei unserem letzten Treffen? Wie das Vieh über den ganzen Tisch gerutscht ist? Hey Ricky, ich bin bei Camp Pioneer und hier ist ein verdammter Krieg ausgebrochen. Was ist da los? Sind auch Leute von uns da? Nein, ich glaube nicht. Klingt, als ob sie Freaks abknallen. Keine Sorge, ich finde Cash. Ach, die schießen auf mich auch. Ich dachte, ich unterstütze sie mal. So, danke, dass du Munition gedroppt hast. Oh, sammel die ein. Ach, hat er schon. So, da hinten sind aber immer noch so ein paar Freaks auf dem Dach. Das geht mir auch bei dem Spiel ein bisschen auf den Sack. So, weißt du, du wirst von Zombies angegriffen und dann sagst du, klar, pass auf, ich helfe denen. Und dann sind die total gegen dich und antworten gleich mit einer Knarre. Lass mir nichts gefallen. Ich hab der Feind jetzt die Klappe.
Okay, der sagt dann nur, dass sie zu ist. Dieser McReilly, der da gerade einer erzählt, von wegen, die hat ja keinen Kopf mehr und so. Er ist aber übel drauf, der Junge, ne? Aber wie sind die denn da oben aufs Dach gekommen? Okay, aber ist erstmal egal. Wo muss die Gefahr sein? Also erstmal wird durchsucht. Gucken wir mal, ob wir irgendwas herstellen. Drei braucht. Also wir haben drei Molotow-Cocktails. Medizinische Verbände können wir herstellen. So, dann wollen wir mal gucken, ob vielleicht Sterilium jetzt doch einsammelbar ist. Jawohl. Verdammt, der ist weg, aber ich seh den Typen nicht, wo der gerade rumlungert. Okay, Red, wo zum Teufel steckst du? Krabbler. Oh, ja, sie töten Krabbler. Okay, okay, ja, ja, Zigarettenstummel, ja. Hab ich dich. Alter! Wo ist der Typ denn? Typ, wo bist du? Ach, da! Also seine Latüchte sogar an und ich sehe den nicht. Ich sehe dich da drüben. Ja, ich dich auch. Weil da eine blöde Lampe da ist. Unglaublich. Schießt er auf mich. Kaffee ist wie Eis, das geht auch immer. Ja, auf jeden Fall. Verband, es ist gar nicht verkehrt. Immer gleich herstellen. Wir gucken mal, ob wir hier noch was anderes rausfinden. Da ist noch einer. Stiefelabdrücke. Ah, die sehen aus wie die Art Spuren, die schicke Cowboy-Stiefel hinterlassen würden. Hab dich. Hab dich auf jeden Fall, ja. Okay, da haben wir das Maximum. Hey, ist ja nicht verkehrt, wenn der sich um die anderen kümmert. Nächster Hinweis. Das ist Tabaksaft. Red Riley, du bist ein ekelhafter Typ. Tabaksaft säuft, ne? Boah. Das ist aber schon hardcore. Hardcore eklig. Mehr Stiefelabdrücke. Hier lang. Auf sie! Okay. Wenn der mich nicht bemerkt und die Freaks erschießt, kann ich hier in Ruhe gucken. Nur einer mit dem Motorrad angedüst. War doch was.
Alter, so an einer Lampe oder was? Alle da auf mich rum. Ich glaube, es hackt. Holzkiste. Ist da drin? Na komm her, zeig dich mal. Komm raus. Bier und Whisky. Und auch Munition. Das kannst du auch alles haben. Was sagst du? So, das sah ihm so aus, als wenn er. Als wenn er Spider-Man rumkrabbelt. Okay, den haben wir erstmal. Ja. Munition. Ja gut. Freaker! Freaks! Verdammt! Freaks! Okay, den nächsten Hinweis gibt's dahinter. Ist ja nicht verkehrt, dass er ihn da platt macht, dann muss ich mich da nicht drum kümmern. Okay, der Hinweis scheint hier drin zu sein. Genau, du erschießt ihn und ich erschieße dich. Das ist so ein fairer Deal, oder? Ja, dankeschön. Au, oh, Alter. Die hat aber. Ja, einen Bums drauf gehabt, ja. Ja, komm, er zeigt dich mal. Für dich reicht auch die Pistole. Jo, sehr schön. Ich würde sagen, gucken wir erstmal und sammeln erstmal alles ein, was wir hier finden. Die letzten Menschen müssen sich nur umbringen, ey. Kann man so doof sein. Anstatt zusammenzuhalten und gegen die Zombies zu kämpfen. Feuer, Feuer! Wer läuft hier rum? Würde ich auch sagen. Ich hab auch besser gekämpft. Oh, aufpassen. Sturmgewehrmunition, das ist sehr gut. Bitte sehr. Schick ihn zur Hölle. Oh, da hab ich ja Glück gehabt. Wo zum Teufel hast du dich versteckt, Red? Jetzt hat. So, der ist auch hinüber. Okay, Rückzug. Wo rennst du denn? Ich weiß auch nicht, ob das eine Strategie ist, weil er sagt ja immer Rückzug. Und dann greift er immer wieder an. Also, wie oft er das schon gesagt hat. Rückzug, Rückzug. Wir sammeln auf jeden Fall erstmal alles ein, was wir hier kriegen können.
Muss ja draußen. Siehst du schon wieder? Rückzug, Rückzug und draußen rennen sie immer noch rum. Okay. Sturmgewehr. Ich kann nichts sehen. Wo bist du? Ja. Ich möchte mal wissen, wo ihr seid. So, sehr schön. Oh, ein wunderschönes Haus am See. Ich könnte mir vorstellen, wir schlafen da drin, wachen morgens auf, einen Kaffee in der Hand, sitzen da und schauen auf diesen See und genießen die einfach die pure Natur. Und nein, was passiert? Hier laufen irgendwelche Freaks rum, die uns das Leben zur Hölle machen wollen. Zum Kotzen. Ja, das kommt davon, wenn man seine Lampe immer anhat. Ich bin nicht so doof wie die Neon-Leute und kann mich hier irgendwo sehe nicht, dass sich einer im Busch versteckt. Ja, hier haben wir nochmal ein X. Das war wohl nix. Oh, mein schönes Motorrad. Ach halt. Liegen noch so viele rum, was ich eben gesehen habe. Waren doch eben noch so viele Kreuze. Komisch. Ich war eben da mal im Motorrad. Bin da aufgestiegen. So, und wenn ich absteige, dann sehe ich die Kreuze nicht mehr. Das ist merkwürdig. Jo, danke. Ja, genau. Wir gucken, wir können ja nachher mal reden, was noch alles möglich ist. Oh, die Machete, die nehme ich hier auf jeden Fall. Die ist sehr geil. Oh, Baby-Zombie, komm mal her. Zack. Zack, zack. Rüber ab. So, hier gibt es weitere Hinweise. Sehr schön. Molotow-Inventar voll. Gut, Urin. Scheiße. Ja, wenn man muss, dann muss man. Okay, hat der da drauf gepisst auf den? Oh, ist aber nicht schön. Also, Anstand hat der Typ auf jeden Fall nicht gehabt. Man muss die ja nicht alle mögen, aber... Ja, und die Zombies sind ja auch übel, aber auf die zu pinkeln, das waren ja auch mal Menschen. Natürlich so, dass die Spur von hier in diese Richtung geht. Laufen wir die nochmal ab. Okay, die Kleinen gehen ja so. Also solange die mich nicht angreifen oder so, geht das. Werde ich auch nicht drauf schießen. Aber man merkt auch, die kleinen Zombies sind halt verspielt.
Also nicht wie ihre großen Brüder und Schwestern, wie die Erwachsenen. Jo, alles klar. Ich funke dich mal so um 2 Uhr an. Danke für deinen Support. So, es ist so, dass die Spur hier eigentlich endet. Jetzt haben wir einen Schlüssel gefunden. Hier ist der Krieg ausgebrochen immer noch. Also wir würden uns, ich heile uns mal. Und dann gucken wir mal, dass wir hier Verbande auf jeden Fall herstellen. Das brauchen wir gar nicht. Sehr nice. So, den Schlüssel könnten wir theoretisch überall gebrauchen. Was mir noch einfällt, wir haben, glaube ich, hier oben auch noch einen erschossen, ne? Lalalalala. Okay, das Tuch ist maximal. Da können wir nichts mehr einsammeln. Das heißt, wir haben einen Schlüssel gefunden. Der muss irgendwo passen. Alter! Das sind ja sogar Neon-Typen. Ich bin da auch wieder sehr offensiv. Ich bin. Oh Mensch, geh doch mal runter hier. Hey, der. So, pass auf. Wir haben ja unsere Splittergranate. Ja, dann werfen wir mal einen Molly. Mann, da war ich schon wieder zu offensiv. Oh, das war ärgerlich. Ich bin bei Camp Pioneer und hier ist ein verdammter Krieg ausgebrochen. Was ist da los? Sind auch Leute von uns da? Nein, ich glaube nicht. Klingt, als ob sie Freaks abknallen. Keine Sorge, ich finde den Kerl schon. Dicken Ende. So, dankeschön. Zockst du nur Shooter? Nee, ich zocke eigentlich alles. Ist auf Strategie-Games das nicht ganz so meins. Gibt so ein paar Ausnahmen, so Anime Unknown oder so. Sowas finde ich ganz geil, dieses UFO-Game. Oh, ich muss mich heilen. Das könnte ich eigentlich durch das Holz schießen und ich kann das nicht. Das ist doch zum Kotzen. Hi, grüß dich.
So, wie viel Schuss braucht ihr? Ah, ich sehe dich aber auch. So, wir gehen da mal rein. Wir sind da mal sehr offensiv. Mensch, das hat aber super funktioniert ja mit der Machete. Schon fast besser, als wenn ich mit der Knarre irgendwie unterwegs bin. Das war ja auch einer von denen, wo ich dachte, die sind vom Neon-Team. So, das haben wir. Rohrbombe, können wir die eigentlich herstellen? Nee, ne? Nee. Medizinisch können wir wieder eine herstellen. Ich muss da noch eine hinterm Tresen legen, oder? Ah, hier. Inventar, Verband voll. Sehr gut. So, die Bedrohungslage ist noch nicht vorbei. Was mich noch ein bisschen wundert, muss ich sagen. Der Typ da oben, genau. Wie viel verträgt der denn? So, und warum bin ich da nicht hochgekommen? Ob wir da Molly hochwerfen können. Eine Rohrbombe. Irgendwann bleibst du schon stehen. Brenn, du Arschloch. So, der ist auf jeden Fall oben hinüber. Jetzt will ich mal gucken, wie wir da hochkommen. Als ich hier war, habe ich da nichts gesehen. Ach, warte mal. Hier wahrscheinlich hier hoch, ne? Genau, hier hoch. Alles klar. Sturmgewehr-Munition hat er noch gehabt. Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, weil das ganze Gebiet hier ist quasi Mysterium. Scheiße, wir haben keine Pistolenmunition mehr. Das geht mir richtig auf den Sack. Okay, das müssen wir uns merken. Hier ist Benzin. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ja, auch maximal. Solange die Kleinen hier nur rumlaufen und Geräusche machen, mir aber nicht an den Kragen gehen, ist mir das völlig egal, was die hier machen. Ganz ehrlich. Aber ich glaube, hier hinten war noch ein... Genau, war das nicht abgeschlossen? Vielleicht haben wir dafür den Schlüssel bekommen. Was willst du, ihr Drifter? Der weite Weg... Der weite Weg, ja. Ja, lauf nur weiter. Ich lauf gar nicht weiter. Die hatten sich da eingeschlossen, genau. Da bin ich vorher nicht reingekommen. Der Meinung. Klappeninventar ist voll. Hier können wir auch nochmal gucken.
Hier muss es noch einen Hinweis irgendwie geben. Maximal. Oh, da liegt ein alter Röhrenmonitor am Boden. Geht man damit denn so um? Nee. Liefere den Todesnachweis ab. Hier ist der Krieg ausgebrochen. Okay. Können wir gerne machen. Sieht's hier mit aus. Den Verband her. Nochmal. So, es geht wieder zurück, keine Frage, aber ich hätte ja gesagt, da wo der Jeep ist, da war noch irgendwie Sprit. Dann könnten wir unser Motorrad nochmal tanken. Genau, hier hinten. Ah, warte mal, hier ist auch noch was. Sterilisierungsmittel. Ach genau, und unsere Machete, die reparieren wir auch, weil ich finde die mega geil. Für Nahkampf ist hier richtig geil. Benzin. Ist klar, Benzin, super. Das heißt, wir rennen wieder zu unserem Motorrad. Ich hoffe, wir werden bis dahin nicht unterbrochen. Ja, das haben wir aber gut abgestellt hier mitten im Busch. Gut getarnt. Naja, 77%, das geht ja noch. Haben wir 100. Oh, das sind ja wieder Gegner. Geil. Da sind Männer. Mach sie fertig. Zurück, gib mir Deckung, gib mir Deckung. Warum haben wir unsere Machete denn nicht? Die hätte ich doch repariert. Das ist echt krass. Ich dachte, ich hätte das Ganze hier erledigt. Halt ja noch mehr Leute. Aber das ist ja eigentlich nice, weil... wird's nicht langweilig. So, medizinisch können wir natürlich einen benutzen und wieder einen herstellen. Zack. Weil da, wo Leute sind, gibt es auch mal noch Ressourcen. Aber ich glaube, das war's jetzt, ne? Ja. Was ich cool finde im Game, dass man halt das Pferd... das Pferd. Ich meine, wir sind ja nicht bei The Witcher. Dass man das Motorrad immer wieder markiert hat und sieht. Das finde ich auf jeden Fall ganz nice. Hier ist noch jemand. Seh dich da drüben. Mach ihn kalt. Ja, der hat Sturmgewehrmunition gehabt. Ich glaube, die holen wir uns mit dem Messer im Nahkampf. Oh nein. Ah. Nicht immer Munition verschwenden. Ja. Alles klar, das war's dann, ne? Jetzt geht's wieder zurück ins Lager. Eddie, hörst du mich? Deacon St. John an Lost Lake Krankenstation. Komm. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, da ist noch ein Fragezeichen. Dick. Gehen wir mal hin. Alter, was war das denn? Der hat mir gleich einen Headshot verpasst. Da bin ich jetzt aber nicht von ausgegangen. Ich dachte so, geil.
Jetzt geht's hier raus. Und dieses Fragezeichen, was da war. Das sah auch nice aus. Ich hoffe, dass die... Ach nee, die sind da wieder on point. Leben wieder. Da sind Männer! Oh nein! Nee, nee. Da sind Männer, da ist einer. Ich bin's. Der Allerbeste. Genau, hier holen sie den Loot auch noch. Was zur Hölle? Yeah! So, wir sollten auf jeden Fall die Machete reparieren, ey. Ich möchte die echt nicht verlieren. Yes. Ach da, alles klar. Gerade fragen, von wo hat der denn geschossen? So, Energie aufladen. Schade, dass wir keine Scharfschützenmunition haben. Jetzt ist das Motorrad natürlich wahrscheinlich bei dem Stand hier auf 77%, ne? An, auf dem Tank, glaube ich. Ja. Gucken, ob wir jetzt hier noch wem finden. So, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir bremsen hier. Steigen ab. Reparieren das Motorrad, obwohl das hat 96%. Das geht. Sehr gut. Und speichern mal. Ganz wichtig. Falls jetzt wieder die Scharfschützen kommen. Mal schauen, was das für ein Fragezeichen da oben war. St. John an Lost Lake Krankenstation. Dick. Hey. Ich bin etwas neben der Spur, weißt du. Alles klar? Was gibt's denn? Buse. Hey, nichts. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Radio Free Oregon. Diesen Truther-Scheiß hält man ja nicht aus. Dick, Eddie meinte... Du hast mir das Leben gerettet und das Anti sonst was besorgt. Weißt du? Ach, Usa, war bestimmt lustig, mich festzuhalten, während sie an mir rumsägt. Weißt du noch damals, als Jack einen Truthahn zerlegt hat bei unserem letzten Treffen? Ja, der Humor. Über den ganzen Tisch gerutscht ist? Ja, Usman, das weiß ich noch. Ich spüre es. Schlimmer als Rip. Wenn du nicht da gewesen wärst, um mich festzuhalten. Ich weiß nicht, was passiert wird. Ich weiß es nicht. Das ist erledigt, Busa. Es ist erledigt. Vorbei. Ah, Dick. Sorry, mir ist ein bisschen schwindelig. Ja, Eddie bringt mich um, wenn sie... Ja, mit der Machete kannst du den Wolf mal locker killen. Ich herausfinde, dass du aufgestanden bist. Hat der durch den Zaun gebissen oder wie? Okay, wie war das? Ja, ich glaube, mein Bett ruft schon nach mir. Lost Lake meldet sich ab. Hör zu, Busa. Aber es ist doch cool, dass Busa es wieder gut geht und das ist doch richtig klasse. Alles klar. So, maximal, sagt er. Weil wir können doch wieder Molly herstellen, das heißt, wir können da auch wieder einen Lappen nehmen. Kann ich was draus machen.
Es scheint aber einiges zu geben, was er noch knacken kann. Das war's. Ja, als wenn draußen ein, was ist das, Uhu ist oder so. Irgend so ein Eulenvogel. Das ging gut. Jetzt geht nach draußen. Okay, schauen wir uns mal um. So Schrott sagt er maximal. Ja, gut. Über Schrott. Genau, Schrott brauchen wir auch. Viel Schrott, um vieles zu reparieren. Obwohl, so ein Polizeikofferraum wäre auch nice. Der fehlt uns auch. Und zwar, wenn es um Munition geht. Das fand ich auch mal mega, ne? Wenn man so ein schönes Auto gefunden hat. Oh, wo bist du denn her? Na, wie ist das? Mehr Beute. Dann hat man gleich in zwei Stücke gehauen mit der Machete, deswegen feiere ich die ja so. Was haben wir hier? Ah. Ah, das Gebiet können wir hier durchsuchen. Das war ja ein Zufallsfund. Einfach mal stehen geblieben. Maximal. Hier ist nochmal ein Tank. Okay, also hier könnten wir nochmal tanken, theoretisch. Warte mal, hier ist noch ein Arm. Frage ist, wo hat die Spur angefangen? Hat die hier im Umfeld angefangen? Wir fangen die Punkte an. So, hier haben wir 2, 3, 4. Geht's hier weiter? Ich würde sagen, wir müssen ins Haus rein. Da muss irgendwie noch eine Spur sein, die wir übersehen haben. Warte mal, da gehen Fußabdrücke in das Haus. Nicht gerade. Fußabdrücke, hier enden die. Gehen denn hier weiter? Hier ist noch ein Fußabdruck. Das ist es. Ah, hier, warte mal. Hier ist noch was. Wo lang? Jetzt habe ich dich. Sehr geil. Einfach mal angehalten. Und dann zack. Jetzt habe ich dich das. Mein Motorrad. So, hier sind die Fußabdrücke. Geil gemacht, ne? Sowas gefällt mir. Sind noch weitere Fußabdrücke. Hier auch noch. Okay, das. Hier ist er lang gegangen. Sehr gut. Es gibt erstmal eine ordentliche Ausbeute. Sehr schön.
Passt denn hier auch, ne? Ja. Okay, dann haben wir mal so nebenbei ein kleines Nebenquest gelöst. Ist ja auch geil. Wie bei The Witcher. Da war es halt auch so, dass du mal irgendwelche Spuren folgen musstest. Ach, warte mal, wir müssen erstmal unser Motorrad holen. Hey, lass mich vorbei. Das ist wieder ein Fragezeichen, aber ich traue mich da nicht ran. Machen wir dann später mal. Gehen jetzt erstmal zurück in die Basis. Ich fahre mal voll daneben. So, komm. Jetzt aber vernünftig fahren hier. Ist er nicht. Das Camp ist schon sehr offen, ey. Dass die da keinen Zaun einbauen oder so. Das wundert mich echt. So, den Auftrag haben wir jetzt erfüllt, ne? Hey, hey Ricky, ich hab ihn erwischt. Deacon, das ist gut. Lindsay hatte ein paar gute Freunde. Ich sag's ihnen. Ja, okay, wir sehen uns dann, Ricky. So, hier ist Krieg ausgebrochen. Iron Mike. Vertrauen. Kopfgeldjäger, 20%. Ziel, wenn du ein Mörder oder Schlimmeres bist. Und mich bla bla bla. Dann würde ich doch sagen. Fertigkeitspunkt. Gesundheit. Aber. Befreiungskünstler ist auch in Ordnung. Haben wir hier Dauerfeuer? Ich weiß nicht, was wichtiger ist, aber was mich Auge fürs Detail interessiert, mich sehr, muss ich sagen. Adlerauge gemeistert. Verbesserte Überlebenssicht, Reichweite. Deine Überlebenssicht, Reichweite ist jetzt erhöht. Drücke mittlere Maustaste, um die Überlebenssicht zu aktivieren. Ja. Alles klar. Das heißt, wir können auch noch mal ein bisschen mehr entdecken anscheinend. So, und dann 75 Meter. Ah, warte mal, wir sind hier in der Nähe vom Mechaniker. Wir sagen gleich mal. Ich suche noch ein paar Sachen. Alter, 2786 haben wir. Dann können wir jetzt nachtanken. Dann können wir sagen, wir reparieren. Dankeschön. Und dann können wir endlich mal ein bisschen mehr Leistung hier irgendwie kaufen. Den Auspuff. Was möchtest du noch? Sehr geil. Auspuff Stufe 2. Endlich geht's mal wieder ein bisschen bergauf. 1580 haben wir noch. Aufbewahrung. Ja, das reicht noch nicht. Stufe 2 erforderlich. Das ist auch noch nicht freigeschaltet. Nee. Reifen. Ja, kannst du auch noch nichts mit anfangen. Nee, Vertrauensstufe 1. Geht leider noch nicht. Aber wir haben unser Motorrad auf jeden Fall repariert. Aufgefrischt.
Jetzt geht's erstmal zu Iron Mike. Was der so für uns hat. Er wartet bestimmt schon auf uns. Ich habe über deine Worte nachgedacht, was man machen könnte. Etwas Sinnvolles zum Besseren fürs Camp. Ich höre. Hast du etwas Zeit? Ich will dir was zeigen. Ja, ein bisschen Zeit hätte ich. Wo wollen wir hin? Warst du schon mal bei den Höhlen nördlich des Sees? Ich kenne sie. Na los, mal sehen, ob du mithältst. Okay, los geht's. Och geil. Jetzt joggen sie dahin, anstatt das Motorrad zu nehmen. Aber okay, das ist ressourcensparend. Umweltschonend. Ich habe sowieso Sumpfdienst. Ich muss nachsehen, ob irgendwelche Freaks da im Matsch feststecken. Wann warst du das letzte Mal hier oben? Vor ein paar Jahren, glaube ich. Als ich klein war, wohnten wir in der verdammten Höhle. Mein alter Herr hielt sich für einen Geologen. Ich will die Machete mal reparieren. Das geht gerade nicht. Okay. Dann laufen wir mal hinterher. Yo, Grüße. Freaks, die im Schlamm stecken, meine ich. Ja, klingt so. Ja, klingt so. Sehr schön. Ich glaube, Skizzo hat einen neuen Mann für den Job. Du weißt, was Skizzo mich mal kann. Jedenfalls, wie gesagt, er konnte ewig darüber reden, wie sich die Außenwände der Höhlen aus erkalteter Lava geformt haben, während in ihrem Inneren noch heiße Lava unter dem Gestein floss. Die großen Höhlen zogen die Touristen an, die Metolius-Höhle da oben, und es gibt noch viel mehr. Hier ist alles voller Höhlen. Brauchen wir auf jeden Fall nochmal Schrott, um unsere Machete zu reparieren, und ich feier die als Nahkampfwaffe. Einmal zuschlagen, du warst das. Echt mega. Ach du Scheiße, da oben ist ja eine Horde. Okay, okay, wir nähern uns dem Highway. Leise jetzt. Halt, dir nach! Wo wollen wir denn hin? Vertrau mir. Komm. Ja, krass, wie viele Zombies da rumlaufen, da gebe ich dir recht. Bleib unten. Nicht übel. Was zum Teufel machen wir hier, Dick? Das ist doch bescheuert, selbst für einen verdammten Drifter. Warte, warte. Weißt du noch, was du mir über die Touristen erzählt hast, die im Sommer aus Kalifornien kamen und den Highway und die Interstate verstopft haben? Ja, im Juli stanken die Leute hier fast so übel wie die Freaks. Tja, mit einer Sache hattest du recht. Diese Freaks, die großen Gruppen, die manche Horden nennen. Ich glaube, sie sind der Grund, warum sie nicht weniger werden. Wie meinst du das? Denk doch mal drüber nach, Mann. Ich gehe da draußen schon seit über einem Jahr auf die Jagd. Boozer ebenso. Und Ricky, Skizzo, ein paar andere. Und wie viele Freaks habe ich wohl schon getötet? Ein paar. Ein paar, ja. Aber es werden irgendwie nie weniger. Und das heißt? Es sind diese Horden. Jede Nacht ziehen sie in endloser Reihe über den Santium Highway. Tausende von Freaks. Sie strömen ins Lost Lake Tal, nach Norden in die Cascades. Und du glaubst, sie kommen aus Kalifornien? Der Highway ist zu. Es war seit Jahren niemand mehr südlich vom Santium Pass. Für die Horden ist er nicht zu. Wir kommen wegen der Freaks nicht durch. Wie auch immer, der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass jede Nacht Horden hier durchkommen und wir nichts tun können, um sie zu stoppen. Tja, da hast du wohl recht. Ich habe bei dem Versuch viele Männer verloren damals. Ja, ich weiß. Ich war dabei. Und aus jeder Horde, die hier durchzieht, wandern ein paar ab oder sie verteilen sich aus irgendeinem Grund und... Und dann... Überall Freaks, soweit das Auge reicht. Man muss sie nicht sehen, um zu wissen, dass sie hier sind.
Wir müssen die Horden irgendwie daran hindern, hier durchzuziehen. Vielleicht können wir dann ihre Zahl reduzieren. Es sicherer machen. Mehr Land gewinnen und bewässern. Ja. Okay, und wie machen wir das? Du weißt verdammt gut, dass du keine, wie sagtest du, Horde angreifen kannst. Ihr Geheimnis. Ich will verdammt sein. Ja. Sie sind den ganzen Tag über hier. Sie überwintern oder was zum Teufel Freaks tun. Also, woran denkst du, dass wir... Yep. Wir jagen das Ding hoch. Bisschen Dynamit da, da und da. Wir lassen den ganzen Scheiß einstürzen und schließen sie ein. Ja, so schließen wir ein paar hundert ein. Und was soll uns das bringen? Nein, du verstehst nicht. Wenn die Höhle dicht ist, dann haben sie keinen Schlafplatz mehr. Und wenn das verpisste Drecksloch austrocknet und nicht mehr stinkt, dann kommen keine neuen. Okay. Okay, das klingt gut. Okay, los, erstmal zurück. Ja, von der Logik her gar nicht so verkehrt. Erstmal die Höhle da irgendwie platt zu machen. Aufgewärmt. Mal sehen, ob du mithalten kannst. Ja, für das Alter ist er aber echt noch fit. Erzähl mal, wie bist du in der Außenwelt ein Experte für Freaks geworden? Verbringst du deine freie Zeit, damit sie zu verfolgen? Zu beobachten, wie sie ticken? Nicht ganz. Woher weißt du das dann alles? Was eine Horde gerade vorhat, wo sie schläft? Vor ein paar Tagen war ich nördlich vom Belknap-Krater, als ein Heli vorbeiflog. Ein Heli? Was zum Teufel? Hör mir einfach zu. Es war ein schwarzer Heli. Einer von diesen Nero-Hubschraubern, die überall unterwegs waren, als alles den Bach runterging. Und du hast einen gesehen, der noch flog. Ich bin ihnen nach. Hab ein Funkgerät geklaut, hab sie verfolgt, wollte sehen, ob sie eine Basis haben und Vorräte. Mann, ich wollte wissen, ob die Cops noch leben. Weißt du, was ich meine? Die machen hier draußen irgendwas mit den Freaks. Sie untersuchen sie oder so. Dafür haben sie die Ressourcen, während wir hier verhungern und ums Überleben kämpfen. Ich bin ihnen hoch zu den Grottenhöhlen gefolgt. Kennst du die? Ja. Sie haben da Bewegungssensoren und zählen, wie viele Freaks tagsüber in der Höhle sind. Und, Mike, es waren Tausende. Tatsächlich. Sie sagten, alle Freaks beim Cascade-Gebirge südlich vom Crater Lake und im Norden hoch bis Smith Rock, alle nutzen diese Höhlen für den Ruheschlaf. Also, wenn wir diese Höhlen sprengen, dann sind es vielleicht ein paar weniger. Ja, dann haben wir den Ursprung gefunden und können die wahrscheinlich eindämmen. Sehr spannend. Ich hoffe, dass unser Vertrauen jetzt in Mike gestiegen ist. Hey, diese Idee von dir, gar nicht übel, aber... Um sowas hinzukriegen, bräuchte man richtig viel TNT. Du sagtest, du willst Lost Lake sicherer machen und genauso wird es gehen. Okay. Okay, hör zu. Ich muss noch was erledigen, okay? Triff mich doch bei der Brücke in ein paar Minuten. Ich weiß, wo wir was finden. Ah, ist schon mal gut, der hat einen Plan. St. John, du solltest vor einer Stunde bei der Farm sein. Ich habe gehört, da wartet eine Schaufel auf dich. Ja, Skizzo, ich habe zu tun. Also, Iron Mike und ich wollten gerade losfahren. Iron Mike und du? Du bewegst deinen Arsch heute dahin. Oder du und dein verkrüppelter Freund landen in der Außenwelt. Kapiert? Dann steckt ihr richtig in der Scheiße. Ey, ich kümmere mich drum. St. John, Ende. Was ich getan habe, als die Welt unterging. Na, der Typ war aber nicht begeistert, dass ich mich mit Iron Mike treffe. So, Machete. Ah, uns fehlt immer noch Schrott. Mit dem Wagen kann ich den aufknacken? Nee. Wäre auch krass, wenn ich denen hier die Ressourcen klaue. Bereit? Wo wollen wir hin?
Hey, grüß dich. Welches Mikrofon benutzt du? Das ist das okay, Rode NT1A. Weißt du, was hier abgebaut wurde überall in der Gegend? Ja, Quecksilber oder sowas. Genau, Zinnober, man extrahierte Quecksilber daraus. Viele Leute dachten, es wären Gold- oder Silberminen. Aber das stimmt nicht. Im frühen 20. Jahrhundert war Zinnober wertvoller als Gold. Zum Betreiben einer Mine braucht man TNT für Erweiterung, neue Tunnel, um Höhlen freizumachen und so weiter. Ah, er hat da einen neuen Plan, das ist doch geil. Um TNT besitzen zu dürfen, musste man sich im Bezirk registrieren und Zweitschlüssel für die Aufbewahrungskisten hinterlegen. Warte, das Bezirksgericht, wo zum Teufel ist das? Ich dachte, das weißt du. Das ist im alten Bundesgebäude. Im alten Bundesgebäude? Das ist in Sherman's Camp. Scheiße, Mike. Was zum Teufel? Du hast gesagt, du setzt nie wieder einen Fuß dorthin. Ach ja, ich erinnere mich. Oh, hast du mal Raid nicht gesehen? Du warst betrunken. Nee, leider nicht. So getötet wurde. Oh, sorry, sorry. Warum? Nein. Ach so, Weltraum Hummel TV Raided in einer Gruppe von 3 Personen. Sorry, ja, ich war zu sehr konzentriert in dem Game. Danke für deinen Support. Dafür folge ich dir dann auch. Da wird es vor Freaks nur so wimmeln, das ist keine gute Idee. Das Wetterheld wird schon gut gehen. Okay, das da? Das ist das alte Bundesgebäude. Da wollen wir hin. Ach du Scheiße, ist das nicht da, wo die ganzen Nester auch sind? Lass uns Ärger möglichst vermeiden. Bleib von den Häusern weg. Komm schon, wir müssen da lang. Wo wollen wir hin? Folge mir einfach. Den Schlüssel hat der Commissioner. Und du weißt, wo der ist, wo seine Leiche ist? Ja, ich denke schon. Ja, er hat recht, wenn wir hier Alarm machen, dann kommen gleich die Horden an. Das hatte ich schon mal. Ja, alle wurden getötet. Hier geht's ganz schön ab. Kinder. Nur wenige konnten entkommen. Fast einer davon, oder? Nur 2 entkamen. Nora und ich. Mann, gut, dass er uns hier anleitet. Die Freaks haben alle ausgelöscht. Wie meinst du das? Hier. Alter, das muss ja stinken, ey. Oh. Widerlich. Oh mein Gott. Was zum Teufel, Mike? Nach 2 Wochen hatten wir keine Munition mehr. Es gab einen Waffenstillstand. Ein Treffen. Genau hier. Oh, wir wussten, was kommt. Wir wussten, was kommt und waren vorbereitet. Ein Kampf. Zwar nur kurz. Aber heftig. Ja, da würde ich ohne Mundschutz nicht reingehen. Ne? Boah. Sie hatten doch noch etwas Munition und verdammt. Jo, alles klar. Was sie getan haben. Wie ich sagte, 2 Leute verließen die Stadt, als alles erledigt war. Ja, krass, wie viele Zombies laufen da rum, ja. Zu viele, würde ich sagen. Wünschte ich, ich wäre nicht einer von ihnen. Boah. Der Commissioner ist der Typ im Anzug. Hol den Schlüssel, damit wir verschwinden können. Ah, eklig. Und jetzt muss ich da... Ich hoffe, ich muss da nicht rummatschen oder so. Die Höhlen sind dir doch eigentlich scheißegal. Du hast mich hergebracht. Du hast mich hergebracht, damit ich das hier sehe. Falsch. Hast du den Schlüssel? Wir holen uns die Karten von den Minen, so wie geplant. Und damit finden wir mehr als genug TNT, um jede Höhle im Tal dicht zu machen. Genau, das hat er ja auch gesagt. Mit einer Sache hast du recht. Ich find's gut, dass du's gesehen hast. Ich kann dir nicht folgen, Mike. Ich rede über den kommenden Krieg mit den Rippern. Der, auf den Schizo so heiß ist. Glaubst du, ihn interessiert, wer stirbt? Freund oder Feind? Schon gut. Komm, legen wir los.
Na geil, da führt uns jetzt hier ein Gebäude, da waren wir noch nicht drin. Hier ist alles verrammelt. Komm schon, wir müssen den Weg nach oben finden. Den Weg nach oben finden, ja. Riecht, als wäre hier was gestorben. Krabbler. Ja, ich riech's. Schöne Scheiße. Naja, den Weg nach oben scheint sie über die Treppe zu geben. Das war immer ein Streitpunkt zwischen mir. Okay. Gut, das war's dann. Jetzt haben wir Karten zu jeder Mine im Bezirk und wissen, wo ihr Dynamit ist. Okay, dann los. Hörst du das? Ja. Und erwartest du vielleicht jemanden? Nein. Kann ich mich auf dich verlassen? Hey, ich fange nicht deinen Ärger an, aber ich bring's zu Ende, wenn's sein muss. Oh. Das Geile ist natürlich, dass da eine Menge Zombies sind. Das heißt, die werden erstmal von denen angegriffen. Klar kannst du das, aber weißt du noch letztes Mal, als wir hier draußen waren? Ja, wie gesagt, ich bleibe hinter dir. Warte mal. Ich will nochmal die Tür knacken. Schon mal hier sind. Ach, geht gar nicht. Das finde ich auch komisch. Manchmal knackt er die Tür und manchmal nicht. Komm, meine Machete. Das waren alle. Gehen wir. Bin hinter dir. Wir müssen auf jeden Fall alles einsammeln, was wir noch kriegen können. Ah, hier ist noch Munition. Hier habe ich fast übersehen. Bleib unten. Ich mach das. Ich würde die am liebsten alle umlegen. Warte mal, hier ist auch nochmal Polizei. Mehr. Das Polizeiauto, da werden bestimmt Munition drin sein. Ja, habe ich's doch geahnt. Sehr gut. Nur komm, heil dich. Keine Lust, an denen zu scheitern. Komm, wir knacken nebenbei noch die Autos. So cool sind wir denn. Ich brauche mehr Schrott, ey, weil ich will die Machete nicht verlieren. Ich finde die so geil. Ah, jetzt können wir sie reparieren. Sehr geil. Hat man gesehen, das hat echt eine Menge gebracht. Es ist nicht vorbei, Mike. Komm schon, Mike. So, medizinisches Kit. Benutzen. Trotzdem maximal, naja. Okay. Okay, ich würde sagen, wir warten erstmal, bis sie. Genau. Bis sie auf die Zombies. Oder die Zombies die killen. Okay, da ist noch eine Mädel. Derzeit durchsuchen wir das hier erstmal. Ja, gut. Danke für deine Ressourcen. Ja, die Kleine hat's drauf. Aber ich muss sagen, die haben hier ganz gut aufgeräumt. So, ich würde. So, komm. Komm schon. Ein mit der Machete. Ein mit der Machete. Viel Munition.
Aber alles einsammeln. Wir haben keine Möglichkeit, sonst... Oh, Vorsicht, Scharfschütze. Komm, wir heilen uns. Alter, da können wir mal schön einsammeln. So, da ist auch Ruhe. Gott, was ein Chaos! Wenn Eddie rausfindet, dass wir hier unseren Arsch riskieren, dann wird sie sauer sein. Naja, aber wie sollte sie das jemals erfahren? Von mir nicht. Wo zum Teufel willst du hin? Sorry, ich komme. Ich will hier einfach noch mal ein bisschen gucken. Ach, hier ist noch was. Sehr gut. Unser blauer Punkt. Wo bist du? Wo bist du? Ach, da. Ach, er will los, oder was? Nee, halt, komm. Nee, wir sammeln erstmal ein, also. Ich komme. Okay, zu weit weg von Iron Mike. Ja, okay. Wenn er das nicht möchte, ich hätte gerne hier noch ein bisschen was eingesammelt. Ah, der Auspuff ist schon ganz geil, den wir jetzt haben. Das läuft schon viel besser als Motorrad, finde ich. Der Sound ist satter und geiler. Also wegen der Ripper. Warum wolltest du, dass ich den Scheiß sehe? Weißt du, Dick, du erinnerst mich ein bisschen an mich. Und früher. Wie das? Mir ist alles scheißegal. Oh, du sorgst dich um deinen Freund, willst nicht, dass er stirbt. Aber um mich, um irgendjemand anderen auf diesem Planeten. Ich glaube nicht. Wer sich sorgt, der stirbt. Ja, das stimmt. Aber weißt du was? Wer es nicht tut, stirbt ebenso leicht. Auch die guten Leute aus Sherman's Camp haben sich irgendwann nur noch um sich selbst gekümmert. Na, da hat er recht. Es ist leicht, jemanden zu töten, wenn er nur ein Stück Fleisch ist, das einem im Wege steht. Skizo will die Ripper töten, weil er glaubt, dass sie nicht mehr menschlich sind. Sie zählen nicht. Sie sind keine Menschen und stehen ihm im Weg. Tja, ich glaube diesen Scheiß nicht. Ich lasse das nicht zu. Wir haben schon eine Menge erreicht, muss ich sagen, also. War schon nice. Wie viele Leute wir da abgemetzelt haben, oh. Hardcore. Weißt du, Skizo, er fragt sich, warum ich Pazifist bin. Also, so nennt er mich gerne. Er glaubt, dass ich noch alle draufgehen lasse. Tust du das? Mike, wirst du alle draufgehen? Freaks wird es nicht ewig geben. Und wenn sie weg sind, dann brauchen wir ein paar Leute hier, die beim Aufräumen helfen. Hey, hör zu, hey. Ich mag Carlos und seine Ripper nicht, genauso wenig wie Tucker oder Copeland und seine verdammten Trucer, klar? Aber hey, hör zu. Es ist so, Deke. Ich schlag mich nicht darum ein, von ihnen zu töten. Ich habe genug getötet. Na, kann ich verstehen. Gute Einstellung. Auch wenn Carlos Ärger macht. Ich halte Wort. So viel ist sicher.
Kann ich mich auf dich verlassen? 100%. So, 400 Vertrauen. Verdienter Lebensunterhalt. Herstellungsrezept freigeschaltet. Wir alle taten Dinge. So. Herstellungsrezept, Attractor. Yo. So, bei mir klingelt auch das Telefon. Ich würde auch sagen, wir speichern jetzt nochmal ab. Nein, Mike, darauf werde ich nicht wetten. Mein Wach. War nochmal 0 Fertigkeitspunkte. Würde ich sagen, gehen wir nochmal deep in der Nacht. Deep in der Nacht gemeistert. Normale oder geduckte Bewegungen mit Steuerung erzeugen im Kampf um den offenen Welt weniger Lärm. Schließen. Stillstand hält nicht. Ja, ausnahmsweise gebe ich Skizzo recht. Die Ripper, das sind keine Menschen. Nicht mehr. So, Freunde, ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit und auch für euren Support und auch für den Raid. Den muss ich gleich natürlich erstmal folgen. Fand ich sehr nice. Und dann machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss und dann sehen wir uns auf jeden Fall wahrscheinlich heute Abend noch. Kann ich davon ausgehen. Also, oder wir vielleicht machen.